wenigstens lieb. Ich weiß wenigstens, von wo es redet. Oh, Einsatztafel. Ganz, ganz wichtig wegen den Nebenquests und alles drum und dran. Das sieht man dann, glaube ich, eh auch. Schwierigkeitsgrad, das. Das ist immer super. Ja, genau. Da sieht man es, glaube ich, eh. Die Dark Zone, das ist natürlich der rote Bereich. Bin mir jetzt nicht mehr so ganz so sicher, aber ich bilde mir ein, dass der Bereich so ging und dass das alles noch neu dazugekommen ist an Spielplatz. Ich glaube, bis da oder das. Nein, ich glaube, das war noch nicht dabei, oder? War das dabei? Oh ja, das war schon dabei, oder? Bin mir jetzt oh ja, Times Square oder. Oh ja, das war dabei. Das war nicht dabei. Und das war, glaube ich, auch nicht dabei. Das ist, glaube ich, schon gewesen. Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Der vielleicht nicht, aber der Bereich. Also so richtige fette Erweiterung der Stadt. Wo es jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich, wenn man sich ganz ehrlich sagt. Es war schon ganz nett, aber es hat ja urlang gedauert, bis die Erweiterung gekommen ist. Also das war ja wirklich ein Wahnsinn. Das war wirklich ein Wahnsinn, wie lange das gedauert hat. Bist du deppert. Aber wenn ich schon auf dem Weg bin. Wo ist das? Feindbasis. Ja, können wir eh machen. Stehen tut's mir nicht. Alles, was auf dem Weg ist, da haben wir eh auch wieder Wasserversorgung. Da haben wir das, da haben wir das. Nebeneinsätze. Ich würde mal sagen, wir haben alles, was das Herz begehrt. An Missionen, alles drum und dran. Also Fahrt wird uns definitiv nicht. Fahrt wird uns sicher nicht. Das kann ich da versprechen. Des sicheren Bereichs. Also Fahrt wird uns definitiv nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir definitiv nicht vorstellen. Aber die Lauferei. Base-Stepper, Alter. Da bin ich mir Kilometer gelaufen mit dem Charakter. Base-Stepper. Ich habe teilweise schon nicht einmal mehr gewusst gehabt, was ich reden soll. Weil ich schon so oft von A nach B immer wieder gelaufen bin. Hin, her. Dies, jenes. Manchmal weißt du dann echt wirklich nicht, über was du reden sollst. Weißt du wirklich, wenn einmal was ein bisschen weiter weg war. Das war zart. Das war richtig zart. Aber manchmal, da kannst du halt auch einfach gar nicht mehr wissen, was du sagen sollst. Das ist ja wieder das Nächste. Kannst du davon nicht mehr wissen. Weil, eigentlich im Prinzip, was willst du da wirklich so ein bisschen Let's Play? Du gehst von A nach B, hast vielleicht eine interessante Geschichte und das war's. Hört sich zwar jetzt ein bisschen mehr an, aber irgendwie, das ist mal wieder so ein Spiel, da musst du quasi unterhalten können, finde ich persönlich. The Division ist wirklich so ein Spiel, da musst du dich unterhalten können. Eher so The Division 2, eher ein bisschen weniger, weil da geht es dann schon ein bisschen wieder actionreicher zu. Aber The Division 1 ist dann doch eher so ein Spiel, da musst du wirklich unterhalten können. Wenn du da nicht unterhalten kannst, dann hast du schon wieder 50% verloren. Alle Einheiten, Gegner haben sich in der 29. West verschanzt. Bitte überprüfen Sie das. Scheint so ein violetter Havarok, wenn das in der Nähe war, in der Nähe. Ich hoffe, man hört mich auch eigentlich relativ gut. Da habe ich immer wieder die Angst, dass man mich nicht richtig oder gut genug hört, gerade wenn rumgeschossen wird, also ein bisschen ballern. Okay, weißt du was? Wir von mal sicherheitshalber, wir von mal. Das gefällt mir überhaupt nicht. Einmal. Ja super, Alter, was war das bitte für ein Fail? Der Violette geht abgeschossen, was machst du, Alter? Du fällst da nur herum. So aufpassen, der geht so dermaßen schnell hops. Das habe ich gar nicht mal mehr so in Erinnerung. Dass man so dermaßen schnell hops geht. Aber wirklich, wirklich schnell. Können. Ich habe mir jetzt Dach gehabt, soundmäßig, da passt was nicht. Oh ja, Sound, ja, oh ja, das stimmt. Warte, einmal. Ist auch komisch, das Headset beginnt einfach plötzlich Soundprobleme zu machen. Da fragst du ja, Alter, was ist das bitte für ein Forsche? Objekte anlegen, sicher, sehr gut.
mache ich das mal wieder an. Möchte währenddessen gleich mal die Mission wieder aussuchen. Das ist dann halt wieder echt praktisch, weil du hast dann quasi echt immer wieder viel zum Erledigen. Ich würde sagen, da mache ich den Kampf. Mache ich das als erstes und dann können wir sich hier auch wieder der Nebenquest widmen, hätte ich gesagt gehabt. Okay, jetzt will ich wieder nicht umspringen, ist eh klar. Oder ich drücke schon wieder irgendwo falsch herum. Ich hoffe halt nur, dass wir keine Soundprobleme haben. Aber ich will es jetzt nicht verschreien, aber ich sag's jetzt, wir hatten schon lange keine Soundprobleme mehr. Das ist das, was mich ehrlich gesagt so wundert. Haben wir schon sehr, sehr lange nicht mehr gehabt. Kann es nicht sein, vielleicht wegen einem alten Headset? Das hört sich zwar jetzt ein bisschen deppert an, aber kann es vielleicht wirklich sein, dass es vom alten Headset kommt? Verdächtig. Irgendwie schon ein bisschen verdächtig, finde ich persönlich. Aber sicher habe ich es wieder verschrien. Okay, da hört sich's wieder. Das hört sich wieder gut an. Aber vielleicht. Ich hab's sicher wieder verschrien. Ich sag dir das. Ich hab das safe verschrien. 100%. Ich hab das fix verschrien. Jetzt dann sicher dann gleich noch ein paar Meter. Erstens dann schon wieder. Dass da irgendwas nicht passt. Fix. 100%. Aber. Wir können sich da jetzt so richtig schön gönnen. Irgendwas wollte man da jetzt sagen. Das haben wir jetzt eh doch gehabt. Gibt's wieder irgendwas Gattes? Der hinten da? Nein. Ach da, ich denke mir schon, ich such, da. Ja, haben wir schon doch gehabt, Alter, was da dafür forsche. ein kleiner Stierler. ein kleiner Stierler, aber da bist du eppert. Wahnsinn. Wahnsinn, kleiner Stierler. Auf da mit uns, aber wie? Aber jetzt, hätte ich gesagt gehabt, zweite Waffe. Wichtig und richtig. Da würde ich dann aber trotzdem in die Richtung der Schrotflinte gehen. Einfach nur auch, weil es ein bisschen enger ist und weil wir sonst keine andere Alternative haben. ja, was soll ich tun, Alter? Wenn ich keine andere Alternative habe, muss ich halt das ausnutzen, was ich habe. Wie viel Schuss? Fünfe! Fünfe hört sich jetzt nicht schlechter, finde ich persönlich. Fünfe hört sich jetzt echt nicht schlechter. Alter, weißt du, wie oft du da reinkupft bist? Gesammelt hast, da, das, da ein paar Werkzeugteile, da, Wahnsinn, Alter. Bis zum Endgame brauche ich das nicht einmal dran denken, dass ich das angreife. Nicht einmal dran denken brauche ich. Nix. Weil das finde ich halt wieder geil, du kannst halt wieder richtig schön basteln damit und kannst dich halt wirklich ein bisschen dann auch später experimentieren mit den Sachen, weil du brauchst dann diese Sachen, du brauchst sie wirklich. Und das ist halt das, was ich halt so richtig geil an der Division finde, ist, egal was du sammelst, du brauchst es. Du brauchst es wirklich. Nicht einfach nur so, ja, das sind so ein paar kleine Gimmicks, dann hast du das, dann hast du jenes und benutzt es nie wieder vielleicht oder am Anfang oder später dann. Sondern wirklich, dass du halt sagst, diese ganzen Gegenstände, auch diese Getränke und alles drum und dran brauchst du dann entweder für dich selber oder dass du quasi sogar den Leuten vielleicht sogar helfen kannst. Das vielleicht sogar schon am Boden sind und die Hilfe brauchen oder irgendwas. Das finde ich halt einfach so richtig geil. Hä? Hat der mir jetzt gerade geschimpft? Der hat mir fix jetzt gerade geschimpft gehabt. Er hat sicher gesagt gehabt, irgendwie Luchi Luchi, Saki Saki. safe, Diggi, safe. Ja, wäre nicht schlecht. Ist glaube ich besser. Sicher. Sonst bin ich glaube ich den Arsch daheim. Weil gerade bei so welchem Bereich oder irgendwas. Die Schrotflinte ist eh mutig. Da haben wir eh schon wieder ein paar. Na, wie einfach. wie einfach so dasteht, Alter. What the fuck. Ah, wie ich das geliebt habe. Das ist jetzt eine Agentensuche. Ja, wenn wir schon dabei sind, hätte ich gesagt, nehmen wir das gleich.
Können wir gleich starten, die Agentensuche. Mhm. Das wäre eh geil. Das ist eh geil, dass man das jetzt auch zeigt. Das ist eh super, weil ich wollte eh da rein. Praktisch. Da haben wir gleich Win-Win-Situation. Zentrale an Chelsea-Patrouille. Der Wasserdruck in der 20. West sinkt. Prüfen Sie das, bevor Sie zur Basis zurückkehren. Oh, das ist geil. Das ist sehr geil. Ich sehe das eh schon, aber tu ruhig. Tu ruhig. Ich stört's nicht. Oh, ich liebe die Dinger. Ich glaube, das war. Irgendwann gibt es auch so Tonbänder oder irgendwas. Da gab es ja auch so ein paar Sachen. Die fand ich auch sehr, sehr stark. Tonbänder fand ich richtig stark. Oh, und da haben wir unsere allseits geliebten Cleaners, Alter. Aus der Division, Alter. Die Steppen, Alter. Die größten Arschlöcher. Ich sag's dir, die größten Arschlöcher, Alter, in X-Defined. Das ist die Pest, Alter. Das sind die größten Wichser, Alter. Boah, wie ich die hasse, Alter, in X-Defined, Alter. Mit ihrer scheiß Brandmunition, die was viel zu überpowered ist. Aber wirklich viel zu sehr überpowered. Wahrscheinlich sonst jetzt eh auch wieder überpowered. Safe. Ja, lauf ruhig, lauf ruhig. Ihr habt Zeit. Ihr habt Zeit. Der Airpod? Wie nicht? Also, würde nicht sagen, aber der Flammenwerfer geht verdächtig weit. Verdächtig sehr, sehr weit. Warnung. Müssen wir irgendwas machen? Yep. Bereich. Und wie ich noch was machen muss. Super. Warnung. Und währenddessen kommen die, oder was? Na, gescheißen, Alter. Jetzt muss ich quasi Wasserdruck und dann auch noch zusätzlich noch die auch noch mehr machen. Sind die wahnsinnig? Da unten ist einer. Den hole ich mir. Den hole ich. Ja, noch nicht. Und noch eher weniger. Der Kopf. Passt. Wichtig und richtig. So, vielleicht kann ich wenigstens da ein bisschen was machen. Gehen wir. Weil Zeit ist Geld. Das ist halt immer geil. Das ist halt immer geil, wenn es halt explodieren, wenn es das halt gescheit erwischt. Wollte gerade sagen, ich will nicht zu voreilig sein. Ich will nicht zu voreilig sein. Wer weiß, wo einer daherkommt. Aha. Wichtig und richtig. Aufpassen, können wir den Scanner aktivieren. Dann war es ja nie. Was, der explodiert eh schon. Ui, der Depper, der kommt. Oder was, darf er nicht nur entlang gehen soll. Der hat nur nicht gewusst, kapiert. Oh, so ein unnötiger Hund, Alter. So ein unnötiger Hund, aber wir haben's. Ich wollte gerade sagen, der kommt, Alter. Hilfe. Alter, ich bin auch ganz, ganz kritisch gleich unterwegs. Kommt der jetzt an oder nicht? Okay, dann halt nicht. Achso, ich muss das auch wieder machen. Oh, Scheiße. Ich muss das wieder anmachen, den Schalter da. Ja, gebiete, das ist eh nix. Okay, hol ich auch wieder her. Aber ganz, ganz schnell. Aber das ist eh nur das kleine Stickerl da nur noch. Das geht sich locker aus. Nee, es geht sich locker aus. Muss nur ein bisschen aufpassen. Nur ein bisschen. Ja, sicher, ist eh klar. Aber weißt du, es gibt so viele verschiedene Seiten. Nein, sie müssen genau von meiner Seite kommen. Das ist halt das Schiere. Das ist halt das richtig Schiere. Nein, sie müssen unbedingt von meiner Seite kommen. Alter. Ja. Oh, Scheiße. Oh, ich habe mich nicht gescheit bewegen können. Ich habe mich einfach nicht gescheit bewegen können. So ein Huren. So ein Huren. Soundmäßig passt eh alles. Sehr gut. Na gut, dann schauen wir mal. Dann werden wir sie natürlich gleich mal verstärken. Muss. Weil ich muss einsatzbereit sein. Das geht so nicht, oder wenn ich allein unterwegs sein will. Eingerostet, Digi. Alles nur eingerostet.
Okay, aber ich habe eh nichts an. Wow, da schaut es dann gleich ganz, ganz anders aus mit der Rüstung. Das sage ich da. Das sage ich da. Da schaut es gleich ganz, ganz anders aus. Aber ich finde es halt super, wir haben wenigstens schon mal da so einen Haberer da gefunden. Das ist gut. Recher. Aha, Schild, Behälter, Wiederbehälter, Wiederbehälter. Das sind so ein paar extra Ziele als Motivationsfaktor. Das ist cool. Rangbelohnungen. Aha. Du hast The Division Shield Rang 1 abgeschlossen. Löse deine Belohnung in The Division 2 ab. Oh, das ist cool. Das ist aber cool. Ja, gibt ein paar extra Punkte. Meine Güte. So. Kann ich da was annehmen? Gibt es da irgendwas extra? Kriege ich wenigstens was. Dafür. Zeigt mir nur ein Rufzeichen. Na super. Was müssen wir jetzt noch alles zeigen? Ah, das müssen wir unbedingt zeigen. Sie haben Alex. Welcher Alex? Ich kenne keinen Alex. Wen willst du denn da bitte forschen? Aber das ist die Telefone, Ratgeber, Einsatzberichte, na, Pisto, Deppert. Da gibt es ja alles, was das Herz begehrt. Aber wir werden jetzt. Also, weil ich mir das eine nicht angeschaut habe, gell? Ja, das war eh klar. Zeig mal hier aussehen hier. Was kann ich da ändern? Ja, das Rote hat dann doch nicht so schlecht ausgeschaut. Doppeljacke, alles klar. Aha, oh. Doppeljacke weiß? Okay, okay. Hat was? Ich glaube, ich habe das noch vom anderen Spielstand. Noch das ein oder andere Quantel. Ich glaube, ich habe sogar einmal sogar Geld ausgeben, will ich meinen. Für irgendein Quant oder irgendwas. Ich bild mir fest ein, irgendwas habe ich mir mal gekauft. Designstechnisch. Das schaut aber auch nicht schlecht aus. So, da was. Okay. Alles, was immer irgendwie mit Weiß zu tun hat, schaut irgendwie sexy aus. Hat was. Finde ich persönlich. Da, die nehmen wir sich. Die hat irgendwas an sich, was mir irgendwie taugt. Vom Design her. Hüte haben wir auch noch. Ne, wo ich dann ein bisschen deppert. Haben wir eh alles, was das Herz begehrt. Ja, haben wir noch ein paar Sachen. Ich hab's mir doch gedacht. Ich hab's mir noch gedacht gehabt, da haben wir noch was. Aber fix. Sheriff Hut. Da hab ich noch was vom anderen Spielstand. Also siehst du, da haben wir eh noch ein paar Credits, da haben wir das, da haben wir das, da haben wir das. Da haben wir urfühl noch, was das Herz begehrt. Ja, das ist halt vom anderen Account, ist eh klar. Aber trotzdem, sexy, Digi, sexy. Und ich würde sagen, jetzt Revanche. Revanche, die fickt man jetzt, hätte ich gesagt gehabt. Die hatten einfach nur Glück. Das ist ja das. Die hatten nur Glück. Kann passieren, bitte. Wir sind noch gerade am Anfang. Weil später können wir sich dann auch noch selbst heilen und das Ganze. Nicht nur, wir sind dann nicht nur angewiesen auf das, auf diesen Sanitäter-Ding-Scheiß, sondern wir sind dann wirklich quasi, wir haben dann so eine Fähigkeit, wo man sich dann auch selbst heilen und das ist dann schon sehr, sehr praktisch. Das muss man schon dazu sagen. Das ist dann schon sehr, sehr praktisch, wenn man sich dann selber heilen kann. Ich glaube, sonst gibt es da eigentlich eh nichts. Normalerweise sollte das aber auch eine andere Farbe kriegen, wenn wir alles geblendet haben. Soweit ich weiß. Oder ich bilde es mir nochmal ein, dass es dann eine andere Farbe gibt. Ich glaube, in der Beta ist es sogar angezeigt worden, wo das ist. Ich bin sehr enttäuscht von ihm. Okay. Ich bin auch von mir enttäuscht, danke. Keine Ahnung, warum sie jetzt von mir enttäuscht ist, aber ich bin sauer. Weiß doch nicht wieso, weshalb, warum, aber ich bin auch enttäuscht. Ja, genau. Lauter Arschlöcher. Muss ich gleich einen Schluck nehmen, Alter, für den Blödsinn. Lauter Arschlöcher. Gibt's ja nicht. Frechheit, Frechheit.
Für die Wasserversorgung, Alter, brauchen wir gleich eine halbe Stunde, super. Dreiviertel Stunde, Stunde. Damit wir die kleine lächerliche Mission da erledigt haben. Oh, Witz. Ich sag's dir, Alter. Wir laufen viel. Ja, ich hab's von Anfang an gesagt gehabt, wir laufen viel. Boah, da hat aber Deutschland am Maßen gehabt. Da hat Deutschland aber am Maßen gehabt in der 91 Minuten oder 1-1. Holy moly. Da haben sie definitiv noch Glück gehabt. Lauf, Schule, lauf. Aber ich merke schon langsam, umso länger ich spiele, umso mehr habe ich dann wieder den Dreh raus wie früher. Man muss aber trotzdem sagen, das Equipment ist dann doch definitiv was anderes. Ich warte auf das Equipment. So wie früher, oder die roten Sachen waren Bombe. Was es dann wieder für Effekte und alles drum und dran hat, das ist unglaublich. Es gibt sogar dann schon später dann auch noch Effekte. Umso öfter sich ein Gegner trifft, umso mehr werde ich geheilt. Oder wenn ich auch einen Gegner töte, werde ich geheilt und alles drum und dran. Also da gibt es dann echt wirklich geile Fähigkeiten. Und die haben sogar später dann noch ein paar Fähigkeiten noch dazu gehabt, wo man sich dann leichter tut als Solo-Spieler. Weil die dann auch schon gesehen haben, okay, passt, spielen eher weniger Leute, aber dennoch. Am Anfang, man merkt den Schwierigkeitsgrad, auch in Watch Dogs. Am Watch Dogs Anfang bei Watch Dogs 1 denkst du so, boah, puh, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber bei dem Spiel ist es genauso. Am Anfang musst du ein bisschen aufpassen, aber dann bist du dann schon ein bisschen so mehr der Motherfucker. Bitzele, Motherfucker. Jetzt musst du aber her sein. Jetzt habe ich aber was gesehen gehabt, was mich interessiert. Kann ich das eigentlich gar nicht machen? Aha. Achso, ja voll, da war das immer so auf extra auf Mod angelehnt. Ja, genau, das war immer so. Oh, ich weiß doch, da hatte ich die urgeile Optik, so einen urgeilen Skin. Habe ich denn noch? Ja, immer das Grüne, das fand ich so dermaßen geil, oder das Rote. Na, das Rote war es nicht. Ich glaube, das Grüne war es. Oh, damals, das war so dermaßen fresh, die hatten so geile Tarnungen. Das war Wahnsinn, urgeil. Irgendeins gab's, was mir richtig gut gefallen hat. Kennt das da jetzt sagen? Ich glaube, das war eh das Grüne, was ich so gern genommen habe. Ja, und immer der Reflex. Mündung. Müssen wir halt noch warten wegen der Stabilität. Aber da kommt eh noch so einiges. Warnung. Wasserdruck im kritischen Bereich. Da kommt sowieso noch so einiges daher. Nähern sich. Noel, da uns. Aber wie schon ballert wird. Aber wie. Step, Alter. Stabilität. Ich schreie nach Stabilität. Bitte, danke, Alter. Bitte komm auf Level 5 daher. Weil das zirkt auf für die 10%. Sind 10%. Das macht schon. Das macht schon ordentlich einen Unterschied. Glaub's mir. Ui, hau die auf. Aber ganz, ganz schnell. Lass mich raten, genau. Ja, war so klar. War so klar, genau jetzt, wo ich dorthin gehen will. Typisch. Die verstecken sich aber echt gern da in dem Eck. Das ist ein Wahnsinn. Aber wie gern sie sich da verstecken? Verstecken sich echt gern da in dem Kampflake. Da gibt die Waffen her und tschüss, ich schieße einfach auf die Waffen und lüpfe mir ein. Boah, ich weiß doch, Alter, wie ich mich das so gespielt habe mit der Vector. Dass ich immer wieder geschaut habe, dass da immer mehr und mehr Magazin dann am Ende des Tages dabei rauskommt. Und ich hatte, glaube ich, am Schluss, glaube ich, mit der Vector, man muss sich vorstellen, mit der Vector eine Magazinerhöhung, glaube ich, von... Mein Magazin hat, glaube ich, 50 gehabt. Oder 60 sogar mit einer Vector, das war Wahnsinn, Alter. Ich habe mich so dermaßen gespielt gehabt mit dem Scheiß, dass ich wirklich am Schluss so dermaßen heftiges Magazin am Start gehabt habe mit der Vector, das war unglaublich. Ich hatte sogar noch schnelles Nachladen oder irgendwas in der Richtung, hatte ich auch noch am Start, also boah. Und das war Wahnsinn, wie viel ich da gesammelt habe. Eine Zeit lang hast du wirklich so dermaßen viel gesammelt, das war boah. Ich glaube, die haben dann auch später dann einen Patch rausgebracht, wo du dann auch ein bisschen leichter bist mit dem Sammeln. Oder du hast dann mehr kriegt das dann. Gegensatz zu früher. Wasserdruck im kritischen Bereich. Alter.
Stabilität ist ein Hund, Alter. Die Stabilität ist definitiv ein Hund. Na, definitiv eingerostet, nicht so wie früher. Es waren noch ganz, ganz andere Zeiten. Oh. Ja, tu mal noch mitnehmen. Tu mal noch mitnehmen, hätte ich gesagt. Passt. Ich glaube, da oben kommt jetzt auch noch einer raus, bilde ich mir nochmal ein. Dann mach gleich den Scanner. Ja. Sicher, sicher. Passt. Weil dann haben wir nur noch zwei vor uns. Fix. Und den hab ich auch noch. Und dann haben wir's. Oh yes. Weil hinter mir kann eh keiner mehr kommen. Der ist eh schon so gut wie Krieg. Geh. 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 Der kann man gar nichts mehr. Der ist Geschichte. Wie gesagt, die hatten bei der ersten Runde nur Glück. Jetzt im Nachhinein, sie hatten alle nur Glück. Da war gar keine Können dabei von den Gegnern oder irgendwas. Das war nur Glück. Digga. Was ist das? Ich glaube, das ist nur ein Magazin. Ich nehme es aber trotzdem sicherheitshalber mit. Wer weiß, vielleicht bauen wir das für die nächste Mission. Aber hey, Dragon, bist du jetzt am Start oder schaust du noch immer Fußball? Würde mich auch interessieren. Nur falls ich dich irgendwas frage oder irgendwas in der Richtung. So, dann hätte ich gesagt gehabt, Elektronikteile. Das lassen wir jetzt gerne mal so stehen, aber gut zu wissen. Dann nehme ich das. Mein Gott, es ist einfach furchtbar. Wir sollten eigentlich gestern eine Lieferung Medikamente erhalten, aber die sind verschwunden. Denk nur an die kranken Menschen, die darauf angewiesen sind. Könntest du wohl danach suchen? Nachladetempo, Präzision. Pff. Alter, noch weniger Präzision bist du deppert, oder? Noch weniger Präzision oder ich bin hier? Alter, Vater. Noch weniger Präzision oder lutsch mir nicht her, Alter. Also, ja, Level 5 bin ich ja noch nicht. Lass ihn mal lieber so stehen. Aber fürs Knie. Ist zwar nicht viel, aber besser als nix, hätte ich gesagt gehabt. Definitiv besser als nix. Also da komme ich ja wieder nicht an. Ja, ja, ja. Okay, passt. Da kann ich auch auf. Knie gehabt. Aber da kommt jetzt gleich wieder eine fette Runde, da wieder auf Deppert herumlaufen. Wie ein Wahnsinniger. Aber sexy mit der Weste, na beiß deppert. Ich würde mit die 10 aber auch selber ficken, wenn ich ganz ehrlich bin. Kann ich mich gar nicht zusammenreißen. Mit der neuen Weste nur ist drum und dran. Bin ich eine Maschine? Alter, sind wir in Silent Hill oder was? Das Spiel ist mehr Silent Hill als Silent Hill Silent Hill ist. Oh, geil. Naja, wenn ich mir so das Remix so anschaue, würde ich es jetzt vielleicht nicht abstreiten. Würde ich es vielleicht wirklich nicht abstreiten, wenn ich ganz ehrlich bin. Au, gönn dir. Also, wir haben echt viele Credits. Bestappert. Eigentlich schon arg. Da echt wirklich viel reingegrindet und das Ganze. Also wirklich damals, also wirklich ein Wahnsinn, wie viel ich damals The Division gespielt habe, das war arg. Wirklich viel. Wirklich sehr, sehr viel The Division gesucht hat. Und zeig mal hier. Da ist mal der Hapschi. Ja. Gehen wir sicher jetzt aber lieber mal in Deckung, weil es uns bin ist. Oder früher, Alter. Die haben sich nicht einmal traut gehabt, mich anzuschauen. Die haben sich nicht einmal traut gehabt. So dermaßen haben wir es weggebudert. Und jetzt schau mich an, wie weit ich gesunken bin, Digga. Ja, objektlich anlegen. Also da ist einer drin. Der hätte mir locker schon mehr machen können. Locker. Schau, wie weit ich gesunken bin. Ich bin Level 4. Das ist nix. Was ist mit ihm? Bewegst du oder bewegst du nicht? Oder soll ich reinkommen? Oh, das tut jetzt aber weh. Das tut jetzt aber sehr, sehr weh. Au, da wird sie wieder fett gegönnt. Ja, ja, nimm da ruhig. Werkzeug hier, Werkzeug da, Werkzeug überall.
Munition wäre nicht schlecht. So ein Munitionskisterlei oder so. Puh, das wird geil. Das wäre mittlerweile wirklich geil. Mhm. Was haben sie denn da jetzt schon wieder fallen gelassen? Okay. Wenn das jetzt Munition gewesen wäre, wäre ich jetzt ein bisschen angefressen auf die. Wenn du das nicht mitnimmst. Aber jetzt bin ich gespannt. Alter, da nebelt's, Alter. Bist du deppert? Das habe ich normalerweise im Überlebensmodus so gehabt. Oder da hat's genebelt, oder? Bist du deppert? Aber jetzt? Higi. Das ist ein Wahnsinn. Aber geil. Das muss ich verteidigen. Was in der Richtung kommen die? Das ist wieder das nächste. Wenn ich das verteidigen soll, bin ich in Arsch daheim. Warte, das ist ja da oben. Die sind aber lustig, Alter. Moin, servus, grüß dich. Alles klar, alles Palette, wie geht's denn so? Schön, dass du da bist. Alter, bis ich einmal da oben bin, Alter, ist das Ding schon längst hier. So schaut's aus. Die sind auch lustig. Alter, gleich so viele. Ich seh fix gar hin. Muss ich aufpassen. Da muss ich fix aufpassen. Aber wir sind ja wenigstens schon mal ein bisschen besser ausgerüstet. Immerhin ein bisschen. Mhm. Deckungswechsel. Ja, alles gut. Sonntag ist. Einfach Sonntag genießen. Ja. Gut, danke der Nachfrage. Ah, da unten ist dann schon wieder die nächste. Alter, die gehen da jedes Mal aufs Neiche tot hin. Hoppala, das habe ich gar nicht gewusst gehabt. Hey, aufpassen, Haver. Das habe ich aber gesehen gehabt, wie du auf das Ding draufgepötzt hast. Das taugt mir nicht. Das taugt mir da überhaupt nicht. Ich pötzke selber auf das Ding auch noch drauf. Warte, hau die auf, sonst bin ich's. Na, was ist mit dir, Lustiger? Die schießen da drauf und das Ganze sind die wahnsinnig. Gibt's ja nicht. Da, gehen wir, sonst ist das Teil wirklich am Arsch. Dragon Age eh sicher bald wieder. Also überhaupt kein Thema. Wir haben eigentlich sogar miteinander so der Hell Dragon und so alles ein bisschen miteinander das besprochen, dass wir jetzt einfach The Division zocken. Dann haben wir gedacht gehabt, ja passt. Ich habe wieder eine kleine Runde Death Stranding gespielt. Und haben wir dann sich gedacht gehabt, so, okay passt, Death Stranding. Haben wir ein bisschen wieder was geleistet, immer wieder ein bisschen näher an der Platin rangekommen. Und dann haben wir gesagt gehabt, passt. Irgendwie Bock auf The Division. Sind wir auf The Division kommen. Let's go. Ja, Urlaub genießen, das sicher. Muss. Einfach ein Muss. Urlaub genießen, auf alle Fälle. Urlaub hat ja eigentlich theoretisch gesehen ja erst morgen begonnen. Und weißt du, was das Saftig-Knaftige ist? Dass eigentlich Urlaub alles ZA ist. Also ich verbrauche nicht einmal einen Urlaubstag. Und das ist natürlich wieder umso schmackhafter. Das ist dann natürlich mal wieder richtig, richtig geil. Aha. Boah. Wenn ich 20 Schüsse in meine Birnen daher kriege, stehe ich natürlich noch immer da. Definitiv. Stehe ich noch immer da wie Hanser. Bis deppert. Stehe noch immer da wie Hanser. Sicher. Alles klar. Das ist natürlich pure Gönnung. Du sagst es. Das ist halt richtig geil. Es zahlt sich dann wenigstens irgendwie auf eine gewisse Art und Weise dann doch aus, wenn du immer wieder länger bleibst, aber es ist halt trotzdem nicht schön, wenn du halt sagst, okay, du bist halt immer wieder länger am Start, aber wenn du halt sagst, okay, du bist fast von Montag bis Donnerstag und 6 bis 17 Uhr in der Hocken und freitags dann von 6 bis 14 Uhr in der Hocken, du machst fast mehr als wie 50 Stunden die Woche, ist dann schon auch ein bisschen. Is